Skyfall fragt Pete Smeed: Seid ihr für oder gegen Elektroautos? Ich bin prinzipiell für Elektroautos, bin aber der Meinung, dass natürlich der Ökostrom noch weiter nach vorne getrieben werden sollte, damit sich das Auto auch immer weiter rechnet, vor allem im CO2-Ausgleich. Und ich glaube, wenn es da Produktionsoptimierung und so weiter gibt, dann wird auch da der CO2-Verbrauch noch sinken. Trotzdem bin ich dagegen, dass jetzt jeder einfach sein Auto verkauft und damit quasi neue Emissionen verursacht, sondern eher so, hey, mein Auto würde ich mir eh ein neues kaufen, dann greife zum Elektrofahrzeug. Oh ja, weder noch. Ich weiß, die Antwort ist wahrscheinlich wieder unbefriedigend, aber also für mich persönlich lohnt es nicht. Dafür fahre ich viel zu wenig Auto, als dass sich auch der hohe Einstiegspreis lohnt. Ob die Zellen ökologisch sind, weiß ich jetzt nicht. Sollten Elektroautos wirklich ökologischer sein, dann habe ich da absolut nichts gegen, bin da auch sehr für. Ich würde auch gerne mal einen Tesla fahren, aber es lohnt sich halt preislich für mich einfach nicht. Ne, deswegen ist es schwierig. Ich bin da ehrlich gesagt relativ neutral dem entgegengestellt. Ja, aktuell, also muss halt noch dran geforscht werden. Irgendwie ist die Batterie auch super umweltschädlich, die da hergestellt wird für die Elektroautos. Wenn ich nicht so viel fahren würde, also aktuell würde mir sogar ein Elektroauto ganz gut, glaube ich, zugute stehen, weil ich, wenn, dann halt innerhalb von Gießen rumfahre, aber das ist halt wahrscheinlich auch Corona-bedingt viel. Für lange Strecken ist halt natürlich ein Elektroauto jetzt nicht so geil. Kommt halt immer darauf an, wie man da fährt und wie das mit der Reichweite ist und so weiter, wie schnell halt aufgeladen wird. Problem ist halt in Deutschland, dass es halt auch noch nicht genug von den Elektrotankstellen hast oder wie auch immer. Das ist ja, in Norwegen war das beispielsweise auf der Tour ganz anders, dass von jeder Tankstelle halt wirklich und richtig häufig Elektrotankstellen. Da hast du auch sehr viele Teslas gesehen. Hier ist das halt noch nicht so ausgebaut. So, ich verstehe es halt eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich dafür, eigentlich finde ich das gut. Muss halt noch dran geforscht werden. Ich bin für Elektroautos. Warum sollte man gegen Elektroautos sein? Das ist doch eine gute Richtung, und auch wenn sie in vielen Bereichen noch nicht da sind und es noch einige offene Fragen gibt, so wie beispielsweise, was macht man mit der Batterie? Was auch Sicherheitsprobleme geben kann, wenn die einmal anfangen zu brennen zum Beispiel, aber auch wenn sie dann irgendwann entsorgt werden müssen und so. Aber nichtsdestotrotz ist die Richtung ja eine richtige und die Gesellschaft wird Antworten auf diese Fragen finden, nehme ich an. Und nur deswegen sollte man nicht hingehen und das alles unterdrücken. Also ich bin grundsätzlich erstmal für Elektroautos. Ich bin für andere Energien als Öl bzw. Benzin. Also sowas wie Wasserstoff finde ich eigentlich noch besser, aber schwierig. Also schwierig in der Umsetzung und allem, ist ja aktuell noch nicht so verbreitet und ist auch schwierig zu handeln. Aber Elektroautos finde ich insoweit gut, dass sie halt was Neues sind. Man kann sie mit regenerativen Energien versorgen, aber für die breite Masse ist es aktuell noch nicht möglich, da wir weder die regenerativen Energien so stark ausgebaut haben, dass wir alles damit versorgen könnten, noch, und das ist das Allerschlimmste, die Batterietechnologie so weit ist, dass man das umwelttechnisch vertreten kann. Ich hätte gerne ein Elektroauto, das geht hier bei meiner Wohnung nicht. Ich muss mal gucken, ob ich mir da nicht direkt am Haus einen Elektroanschluss auch mit dran installiere. Mal gucken, was für Systeme es dann nächstes Jahr dort gibt. Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps, was es da gibt, was da cool ist, was man sich da holen könnte fürs Eigenheim, was auch zukunftssicher ist, also womit man auch, keine Ahnung, mehrere verschiedene Autos mit laden kann. Ich kenne mich da noch nicht so aus, weil ich kann es hier nicht haben. Also habe ich mich noch nicht damit großartig beschäftigt. Aber eigentlich wäre es ganz geil, zu Hause selber ein Elektroauto zu haben und es selber über eine Photovoltaik halt zu versorgen. Das wäre halt Masterplan. Weiß ich aber nicht, ob ich das so hinbekomme. Mal gucken. Nächstes Jahr weiß ich da vielleicht mehr.